König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Dum, 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 dum. Schatz, du denkst an Backup, ja? Bin schon dabei. Gut. User in your channel started recording. User in your channel started recording. Oh, drei Backups, das ist neu. Nein, zwei Backups. Okay. 3, 2, 1, Start. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Es ist Ende Dezember und wir wollen, wie immer, ein kleines Resümee ziehen und dazu habe ich mir eingeladen, den wundervollen Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dena, ich habe Push to Talk vergessen. Außerdem den großartigen Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Ja, ihr merkt schon, es ist alles wie immer, außer dass wir heute nicht über ein Buch reden, sondern über all die Dinge, die wir dieses Jahr so veranstaltet haben. Und Freunde, es war ein merkwürdiges Jahr, aber wir waren erstaunlich produktiv. Das hat mich auch überrascht. Wobei wir dieses Jahr wirklich so, außer unserer etwas langen Sommerpause, ja ziemlich gut durchgekommen sind. Tatsächlich haben wir, glaube ich, auch das Ziel, das wir prophezeit hatten, erreicht. Das habe ich mir natürlich wieder nicht aufgeschrieben, deswegen weiß ich es nicht. Ich bin mir sicher, wir hatten prophezeit, dass wir mindestens mit Sunset anfangen. Ich glaube, keiner von uns hat behauptet, wir würden es fertig kriegen. Aber angefangen haben wir. Also wir haben tatsächlich für Sunset auch schon Folgen produziert, die ihr erst im Januar hören werdet. Aber wir haben es geschafft. Also wir haben unser Ziel erreicht. Ich glaube, ich war am pessimistischsten. Ich meine, ich hätte gesagt Love oder sowas. Mhm. Aber ich weiß auch nicht mehr. Und wir haben den Turm also fast durchbekommen. Alles, was zählt, haben wir durchbekommen, so muss man sagen. Das ist auch irgendwie schon ein sehr großes Stück gewesen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wir haben dieses Jahr echt einen großen Bissen abgebissen. Und falls ihr euch wundert, was ein großer Bissen ist, also wenn ich mich nicht verzählt habe, haben wir 11 Bücher gelesen und insgesamt 26 Geschichten. Das ist eine Menge. Ich habe sogar mehr auf meiner Liste stehen. Da müsste ich jetzt aber nochmal nachschauen. Ich muss aber dazu sagen, ich habe diese Statistik geschrieben irgendwann nachts um 4 im Schmerzmittelkoma. Also auf meine Zahlen würde ich mich jetzt nicht unbedingt verlassen. Ich habe 12 in Klammern 13 Bücher wegen dem angefangenen Sunset. Aber es kann auch sein, dass ich da irgendwo was... Ja, ich nehme an, es gibt Verwirrung zwischen Aufnahme und Veröffentlichungsdatum und Ähnlichem. Das kann ich mir vorstellen. Ja, auf jeden Fall, und da sind wir uns, glaube ich, einig, es gibt 17 reguläre Folgen und 2 Sonderfolgen. Genau. Also mit den Sonderfolgen haben wir euch dieses Jahr ein bisschen vernachlässigt. Ich bitte, das zu entschuldigen. Liegt aber auch daran, so Night of the Pods gibt es nicht mehr. Podstock ist für uns dieses Jahr ausgefallen, aus Pestgründen. Wir befinden uns ja immer noch in Corona-Zeiten, nur für die Menschen, die das irgendwann mal in 10 Jahren hören. Ja, und wir hatten zwar für die Sommerpause Dinge geplant, aber wir haben es einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Genau, wir lagen in der Sonne und haben gegammelt. Aber es war eine sehr schöne Sommerpause, muss ich sagen. Deswegen war sie auch so lang. Ja. Ja, aber sie hat auch viel gebracht. Ich würde sagen, nach der Sommerpause haben wir nochmal so richtig Schwung aufgenommen. Ja, es war tatsächlich echt schwer, erstmal wieder reinzukommen. Also so Sachen wie Sendungskonzept und Moderation war ein bisschen holprig. Aber ich glaube, das geht uns immer so, wenn wir eine längere Pause haben. Ja. Also ich überlasse das wie immer dir. Nee, und ich sag mal so, gerade mit den Kurzgeschichten und sowas, die moderieren sich ja auch immer noch mal ein bisschen anders. Das ist ja immer so ein bisschen eine Sache, da muss man wieder reinkommen. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt. Genau. Wollen wir denn mal so durch unsere Folgen dieses Jahres gehen? Ja, wollen wir gleich. Aber vorher habe ich eine Frage, eine Schätzfrage.
Ich glaube, Flo, du darfst nicht, weil du hast die Zahlen vor dir liegen. Aber Jonas, was glaubst du, wie viele Seiten wir gelesen haben dieses Jahr? Verdammt, die Zahl habe ich mir nicht gemerkt. 3.500. Oh, das ist daneben. Hm. Flo, hast du sie dir gemerkt oder hast du sie gerade vor dir? Ich habe sie vor mir, deswegen. Okay. Wenn ich mich nicht verzählt habe, kommen wir auf 6.896 Seiten. Ui. Also wie das groß? Doppelte von dem, was du prophezeit hast. Ja, ich meinte ja auch große Seiten. Und dann noch eine Schätzung. Was glaubst du, wie lange wir gesendet haben? Natürlich minus dieser Folge jetzt. Zu lange. 30 Stunden. Na, knapp drunter. 24 Stunden und 40 Minuten. Ja, das, okay. Ihr könntet uns dieses Jahr über einen Tag lang hören. Aber wir empfehlen dringend, das nicht zu tun. Nie. Ja, jetzt würde ich sagen, können wir mal durch die Sachen gehen. Ja, das Jahr fing an mit unserer Januar-Folge. Und wir waren im Jahr 2002 mit der Buick. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das ein Buch, das uns Spaß gemacht hat. Ja, tatsächlich, glaube ich, habe ich relativ wenig darüber gejammert. Ich weiß nicht mehr, wie ich es fand. Der Bewertung nach schlechter als ihr. Ja, du hattest dem Ganzen nur 10 Punkte gegeben. Die anderen waren dann doch ein bisschen gnädiger. Dela mit 15, ich mit 16 Punkten. Und unsere Gästin in dieser Folge, Julia, hatte 14 Punkte gegeben. Man muss aber, glaube ich, auch dazu sagen, dass wir beide, Flo, wahrscheinlich durch diese Verbindung oder Nicht-Verbindung zum Turm da ein bisschen einen anderen Blick drauf haben. Vermutlich, ja. Also, weil ich glaube, handwerklich fand ich es gar nicht mal so gut. Ich habe einfach die Idee toll gefunden. Ja, die Geschichte erzählt sich ein bisschen, aber für mich ist es eine Geschichte mit Fleck und ja. Dann macht es schon Spaß. Wie ging es denn dann weiter? Ja, die nächsten 4 Folgen haben wir uns in das Kabinett des Todes gestürzt. Unsere erste Kurzgeschichtensammlung für dieses Jahr. Und ich glaube, die war ziemlich durchwachsen. Ja, sie hat, glaube ich, echt lang gebraucht, ehe wir reinkommen. Sowohl in das Sendungskonzept als auch in das Buch. Aber es waren natürlich auch ein paar goldene Momente drin. Zum Beispiel 1408, was ich ja sehr geliebt habe. Es ist unglaublich, wie viel ich wieder vergessen habe von diesen Geschichten. Ich sehe die Titel, ein paar kann ich mich dran erinnern. Autopsieraum 4 zum Beispiel. Glücksbringer auch. 1408. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Also zum Beispiel, ich habe jetzt gerade hier vor mir liegen die Liste unserer Bewertungen. Und in meinen Top 3 Geschichten, die doppeln sich teilweise mit der Punktzahl, aber ich habe 4 Geschichten nur aus Kabinett des Todes in meinen Top 3. Mhm. Ja, also ich habe 1408 auch 18 Punkte gegeben. Ich habe keine Ahnung mehr, was für eine Geschichte es ist. Vielleicht auch, weil der Titel so nichtssagend ist. Das war das mit dem Hotel. Das Hotelzimmer, was brennt. Genau. Okay, dann verstehe ich das wieder. Aber macht nichts draus. Auch bei mir sind ganz viele der Geschichten direkt nach dem Lesen wieder verschwunden. Also ich habe manche davon dieses Gefühl, dass man nur auf Französisch ausdrücken kann. Oh Gott, ja. Ich erinnere mich nicht mehr daran, was da passiert ist. Oder tatsächlich auch nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Alles endgültig. Ich weiß es nicht mehr. Alles endgültig mochten wir, glaube ich, so halbwegs. Alles endgültig war, glaube ich. Ich krieg's auch nicht mehr zusammen. Ja, es ist interessant. Also, du könntest mich jetzt zu Geschichten aus Nachtschicht fragen. Das wüsste ich eher noch als zu Geschichten aus dem Kabinett des Todes. Fairerweise muss man aber vielleicht auch sagen, wie oft haben wir wir beide, wie oft haben wir Nachtschicht gelesen und wie oft haben wir Kabinett des Todes in der Hand gehabt? Ja, natürlich.
Und ich habe eben übrigens gelogen. Es waren nicht 4 Folgen, es waren 8 Folgen. Ach Quatsch, jetzt lüge ich schon wieder. Es waren 6 Folgen, die wir damit gemacht haben. Wir haben 2 Novellen extra besprochen, nämlich Stimmt. Achterbahn und die kleinen Schwestern von Illuria. Und die waren so unser Kick-off für den dunklen Turm. Und ja, der hat uns dann lange beschäftigt. Ja, also der Turm, beziehungsweise alle Turmbücher waren auch von der Seitenzahl natürlich die größten Brocken dieses Jahr. Ich glaube, der Turm, also der letzte Band hat über 1000 Seiten. Wolfsmund hat, glaube ich, ein paar 900 oder so. Ja, und nur Susanna ist etwas geringer. Genau, also mit dem Turm waren wir echt lang beschäftigt. Wie fühlt ihr euch denn jetzt, wo wir den Turm fertig haben? Leer. Es ist ein bisschen traurig, aber ja, wir schauen in eine neue, unbekannte Zukunft. Ich mag keine unbekannten Dinge und ich mag keine Veränderung. Ja, und eigentlich will ich nochmal von vorne anfangen zu lesen, um dann die ganzen Querverbindungen zu kapieren. Herzlich willkommen in unserem Leben. Mhm. Und glaube mir, wenn du das erste Mal neu liest, wird es dir nicht reichen. Du wirst denselben Effekt wirst du wieder haben. Und du wirst es mindestens noch 2-mal lesen. Das heißt, wir hätten eigentlich von nach Folge 87 noch mal von vorne anfangen müssen, bis Folge 87 und wieder von vorne. Und nein, tatsächlich so, nicht. Weil wenn man die ganze Zeit zu einem Turm hinläuft und wenn man da ist, landet man wieder in der Wüste. Nein, das Schlimme ist, wir müssen da mit dem letzten Buch, das King jemals schreibt, müssen wir das machen. Weil auch genauso wie im Turm ist ja das Problem, es kommt ja mit jeder Inkarnation ein neues Element dazu. Okay. Aber ja, ich befürchte, das wird auf uns zukommen. Naja, okay. Der Turm ist ja noch nicht ganz verloren. Wir haben ja in der noch ein bisschen ferneren Zukunft noch Wind vor uns. Und wir werden mit Sicherheit irgendwann mal auch was zu den Comics machen. Und vielleicht sogar zu den Begleitwerken, aber da würde ich mich jetzt nicht ins Feuer legen dafür, dass wir das tun. Aber ich fand die echt nicht schlecht. Ja, da könnte man auch mal drüber reden. Da hast du recht. Ich befürchte halt nur, die werden fürchterlich zu besprechen sein. Ja, überlegen wir uns was. Aber vergessen ist es auf jeden Fall nicht. Ja, und dann müssen wir natürlich an dieser Stelle einen riesigen Dank aussprechen. Denn für die Turmfolge hatten wir ja einen Special Guest. Also nicht nur den Gast der Folge, sondern wir wurden ja heimgesucht, könnte man sagen. Ihr wisst alle nicht, wovon ich spreche, oder? Wissen wir nie. Der Zweikatz als Mann im Schwarz hat uns ja, doch besucht. Ja, ja, natürlich. So, ja, den habe ich verdrängt. Nein, und das war tatsächlich, glaube ich, eines meiner Highlights dieses Jahr. Das war eine so schöne Aufnahme. Es hat so viel Spaß gemacht. Und ihr werdet das auch am Ende dieser Folge als Outtake bekommen. Denn der Zweikatz hat ein wenig... Es war etwas umfangreicher als das, genau, was ihr im Intro gehört habt zu dieser Folge. Und wir bedauern bis heute die psychischen Schäden, die wir damit hinterlassen haben. Ach, ich glaube, der war vorher schon nicht ganz dicht. Ja, naja, wie gesagt, Turm, Wolfsmond. Ich glaube, Wolfsmond fanden wir alle gar nicht mal schlecht. Wolfsmond war, glaube ich, der am besten bewertetste Turmband überhaupt. Mhm. Ja, so, dann hatten wir Susanna. Das, ja, es ist einfach nicht der beliebteste. Und dann unsere epische Doppelfolge für der Turm. Und ich muss wirklich sagen, nach dieser Folge ging es mir echt nicht gut. Weil, also ich muss dazu sagen, für mich war ja dieses Jahr sowieso eine Herausforderung, weil bis zum letzten Turmband hatte ich halt alles gelesen und das meiste auch schon 2 oder 3 Mal gelesen. Und alles, was nach dem Turm kommt, habe ich halt noch nie in der Hand gehabt. Das heißt, ich bin halt ab jetzt tatsächlich im Blindflug. Und das war tatsächlich für mich eine Herausforderung, die auch hätte schwierig werden können. Aber ich glaube, es hat gereicht,
Also würden wir nicht über diese Bücher reden, hätte ich, glaube ich, gesagt, alles, was der Mann nach dem Turm geschrieben hat, existiert nicht. Aber da ich ja mit euch darüber rede, hilft es mir, mir das schön zu reden. Ja, das Problem ist halt, nach dem Turm kommt erstmal so ein bisschen ein Hänger. Ich würde sagen, wir haben es trotzdem souverän geschafft. Ich meine, Colorado Kid ist natürlich sowieso nur so eine kleine Novelle, die echt nichtssagend ist. Aber Puls war schon sehr nichtssagend. Ja, aber anders. Ich weiß gar nicht. Es kam jetzt nicht ganz so gut an. Ich glaube, ich habe da noch die höchste Punktzahl gegeben. Aber es war keiner, der mehr als 9 Punkte gegeben hat. Ja, naja, Puls ist nicht so gut gewesen vielleicht. Aber wie wäre es denn damit Love? Ach, na ja. Ich habe ja tatsächlich an Love viel Schönes gefunden dann am Ende. Also zumindest innerhalb der Besprechung viel Schönes gefunden. Aber seien wir ehrlich, es ist halt trotzdem nicht unbedingt berauschend. Ja, wir haben beide da 13 Punkte gegeben, aber so wirklich umwerfend ist das Buch nicht. Also, aber danach hatten wir ja Qual. Ja. Wobei, das hat Jonas, glaube ich, ganz gut gefallen. Ich glaube, Jonas mochte den Gangster, nicht? Ja, also den Dings, ich habe seinen Namen wieder vergessen. Aber, Blaze. Blaze, genau. Blaze fand ich ganz nett. Und ich bin halt nicht mit dem Mindset rangegangen, es ist ein Bachmann, sondern es ist eine Geschichte. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, bei dem Buch besser, wenn man das so macht. Naja, und dann hatten wir ja zum Abschluss noch ein großes Highlight und das war Wahn. Und das haben wir eigentlich alle ziemlich gut gefunden. Ja, für mich einer der besten Kings, ganz einfach. Auf jeden Fall. Und da war ich tatsächlich auch wieder ein bisschen versöhnt mit der Welt. Ab jetzt habe ich wieder Hoffnung in die Zukunft, zumindest was diesen Podcast angeht. Ja, nicht zu Unrecht. Also, es kommt schon noch das ein oder andere wirklich gute Buch. Und auch natürlich der ein oder andere Mist. Natürlich. Aber gut, ich meine, seien wir fair. Mist hat er auch schon vor dem Thron geschrieben. Also. Genau. Ja, und das ein oder andere Gute und viel Mist ist halt auch bei Kurzgeschichtensammlungen. Mhm. Und damit haben wir dann jetzt dieses Jahr ausklingen lassen mit der ersten Folge von Sunset. Ja, die ersten 3 Geschichten waren jetzt vielleicht auch nicht so das Highlight. Über den Rest reden wir dann im nächsten Jahr. Genau, also wir müssen dazu sagen, ich weiß nicht, hast du es schon komplett durchgelesen? Nein, nur soweit, wie wir bis jetzt die Aufnahme haben. Ich nehme mich auch. Also ich habe tatsächlich auch keine Ahnung, was jetzt noch auf uns zukommt. Die Namen der Geschichten sagen mir tatsächlich relativ wenig. Also auch so im Vorbeifliegen sagen die mir relativ wenig. Aber ich bin gespannt. Es kann ja nicht alles rot sein. Ich erinnere mich tatsächlich noch weniger an Sunset als an Kabinett des Todes. Deswegen, ich weiß es nicht. Ja, nachdem wir jetzt über die Geschichten gesprochen haben, an welcher Folge hattet ihr denn am meisten Spaß? Puh. Du weißt doch, dass ich mir sowas nicht merke. Es ist schwer, aber ich würde sagen, es war unser epischer Turm-Zweiteiler. Würde ich auch behaupten. Also am Turm habe ich wirklich viel Spaß gehabt. Ich muss aber sagen, Love, die Folge hat mir auch recht gut gefallen, weil ich da halt wieder tief, tief, tief in der emotionalen Symbolik fischen konnte und mir da Dinge zurecht verschwörungstheoretisieren konnte. Also an Love, an der Folge habe ich auch sehr viel Spaß gehabt. Aber generell muss ich ehrlich sagen, ich habe für den Anfang des Jahres, also vor unserer Sommerpause, habe ich
keinerlei Erinnerung mehr. Also so, was das Sendungsgefühl angeht. Alles, woran ich mich jetzt erinnere, sind wirklich die Sachen ab Wolfsmund. Das geht mir genauso. Gerade die vielen Kurzgeschichten am Anfang des Jahres. Ich kann da nichts mehr auseinanderhalten. Gut. Wollen wir denn über unsere Gäste reden oder wollen wir über die Geschichten weitersprechen? Ja, lass uns doch mal über die Gäste reden. Ich glaube, über die Geschichten haben wir schon viel gesagt. Da kommen wir dann nachher wieder zu Schätzfragen. Denn ich muss sagen, ich bin dieses Jahr auch in der Hinsicht wieder ein bisschen stolz auf uns. Ich meine, alleine durch mich ist es ja schon dafür gesorgt, dass es nicht zwei alte Männer reden über King ist, aber... Ich bin gar nicht so alt. Seien wir ehrlich, du bist von uns dreien der älteste Mann. Ja, das ist ja wahr. Hm. Nein, aber tatsächlich bin ich ein bisschen begeistert, weil wir hatten diesmal tatsächlich Pari-Pari. Wir hatten 11 Gäste und Gästinnen, davon 5 Frauen, 5 Männer und einen Menschen, der sich eher als eher so fluide definiert. Und ich muss sagen, das ist, glaube ich, eine echt vernünftige Aufteilung. Ja, das kann gerne so weitergehen. Auf jeden Fall. Und dafür möchte ich den Gästen auch danken, denn die bereichern unsere Sendung unheimlich. Und den Gästinnen also, selbstverständlich auch. Ja, natürlich. Ja. Die machen das jetzt nicht so, aber... Nein, klar. Und diesmal hatten wir auch gar nicht so viele mehrfach, dafür einen sehr viel mehrfach. Aber das lag halt auch am Turm. Da haben wir uns unsere Lieblingsgeisel ja eingesperrt und nicht mehr losgekettet. Der Hendrian war in 8 Folgen dabei. Ja, Hendrian, vielen, vielen Dank. Also, es ist Wahnsinn. Ich meine, du hast ja nun für dieses Format schon echt viele Dinge getan. Erstens warst du schon echt oft zu Gast. Und zweitens bist du ja auch immer für die Sonderspezialprojekte zuständig, so musikalische Untermalungen und so ähnliche Dinge. Also, vielen, vielen Dank an dich. Du bist ein großer Bestandteil meiner geistigen Gesundheit. Aber wir hatten auch dieses Jahr mindestens einen kompletten Neuling, der noch nie bei uns war, nämlich den Mr. Lovecraft. Genau, der Mirko war das erste Mal zu Gast von den Arkham Insiders. Und ja, es war auch eine sehr interessante Folge. Er war dabei, Es waren Kurzgeschichten, oder? Aha, Achterbahn, genau. Genau. Ja. Und ja, ich gucke gerade, wie wir das bewertet haben. Ich glaube, so lala. Nee, du nicht so dolle mit 6 Punkten. Ja. Ich 10, Flo und Mirko je 15. Genau. Okay. Also es war eine interessante Folge. Aber sag mal so, unter 5 Punkten fange ich an zu schreien, aber 6 Punkte ist... Ich kann es schulterzuckend hinnehmen und vergesse es wieder. Ja, aber wir hatten auch Wiederholungstäter, weil zum Beispiel die Chloe war das zweite Mal bei uns. Die hatte ja schon mal ein S mit uns gesendet und war diesmal bei Qual. Qual mit dabei, genau. Und die Steffi, die hat ja schon mal eine Weihnachtsfolge mit uns bestritten und hat diesmal mit uns Colorado Kid gesendet, wenn ich mich nicht täusche, genau. Richtig? So war es. Ja, die Steffi entführen wir für die Nicht-Horror-Geschichten. Ja, aber wenn ich jetzt richtig sehe, hatten wir noch eine komplett neue Gästin dieses Jahr. Hatten wir? Ja, oder war Julia schon mal vorher da? Ich bin mir tatsächlich unsicher. Ich glaube nicht, du hast recht. Ich glaube auch nicht. Genau, die war direkt in der Januar-Folge der Pewik dabei. Und da merkt man wieder, dass ich genau null Erinnerung an diese Folge habe. Aber ja, natürlich, Julia, du warst auch fantastisch, weil du bist immer fantastisch und wir lieben dich sehr. Manche mehr als andere. Genau. Nein, aber wir lieben natürlich alle unsere Gäste, nicht wahr? Also da gibt es ja überhaupt gar keine Diskussion. Und deswegen laden wir die ja auch immer wieder ein. Zum Beispiel der Tobi war dieses Jahr mit 2-mal da. Der Mikado-Elefant hat mit uns in den letzten Jahren schon viele Folgen bestritten. Psycho-Vieh genauso. Also, ja,
Ich glaube. Ja, auch die Tinkerbell war eine unserer frühesten Gästinnen, war wieder dabei. Genau, die Tinkerbell, die wollte eigentlich auch bei unserer letzten Folge dabei sein. Leider ist sie krank geworden. Wir wünschen, ich hoffe mal, es hat sich bis jetzt erledigt, aber wir wünschen weiterhin trotzdem gute Besserung. Und wir werden sicherlich einen Ausweichtermin für eine andere Folge kriegen. Mit Sicherheit. Ich glaube, sie steht auch auf unserer Liste noch für genau. spätere Folgen drauf. Und Serwin war natürlich auch das zweite oder sogar das dritte Mal bei uns. Also nicht dieses Jahr, aber insgesamt. Ja, ja, insgesamt. Ich kann es gerade nicht sehen. Ich habe mich anders sortiert, meine Liste. Ja, also es war wieder eine schöne, diverse Menge an Gästen, an Meinungen, an Stimmen. Es hat echt Spaß gemacht. Und auch an Expertise. Und das finde ich so großartig an unserer Truppe. Dass wir wirklich, ich meine zum Beispiel den Mikado-Elefant, den laden wir halt immer ein, wenn wir irgendwas mit Baseball haben. Der hat aber natürlich noch tausend andere Qualifikationen und Ideen. Tobi hat auch unglaublich viele Perspektiven aufs Leben, die uns halt fehlen. Alleine schon dadurch, dass er Familienvater ist und seine ganze persönliche Historie. Dann haben wir wahnsinnig viele Leute, die in irgendeiner Form eine berufliche Expertise haben, die uns in diesen Folgen neue Fenster eröffnen, sag ich mal. Also ich bin wirklich, wirklich dankbar, dass ihr das mit uns macht. Und vor allem bin ich extrem dankbar, dass ihr nicht schreiend wegrennt, nachdem ihr das erste Mal bei uns wart. Die meisten zumindest. Die meisten zumindest, richtig. Ja, aber das liegt halt auch daran, an unserer Spezialbehandlung. Ich meine, wir alle kennen Misery und dann rennt man halt nicht mehr weg. Das ist richtig und der Hendrian ist sowieso festgebunden. Ach, der steht doch drauf. Nein, aber wie gesagt, ganz ehrlich, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns total. Und nochmal, ich sage es immer wieder und ich werde es bis zum Ende der Tage sagen. Auch wenn ihr komplette Podcast-Neulinge seid oder komplette King-Neulinge, ihr seid uns herzlichst willkommen. Es ist überhaupt kein Problem. Wir helfen euch auch mit der Technik. Wir helfen euch auch dabei, dass ihr die Literatur bekommt, die ihr braucht. Also gerne, ihr dürft euch gerne melden. Seid jederzeit willkommen. Gut. Genau. So, dann stelle ich euch auch mal eine Quizfrage. Was denkt... Nicht ganz, 19. Aber was denkt ihr denn, war unsere größte Punkteübereinstimmung in diesem Jahr? Ich habe es, glaube ich, eben schon gesehen. Tut mir leid. Ich würde tippen, aber das ist wirklich jetzt geraten, weil ich die Statistik zugemacht habe. Waren. Da waren wir, glaube ich, relativ nah beieinander, Alter. Ja, waren hatten wir 3x17 und 1x14 Punkte. Das haben wir aber tatsächlich noch getoppt bei Wolfsmond mit 4x17 Punkten. Und bei der Mann im schwarzen Anzug mit 4x12. Stimmt, das war auch noch der Fall. Was war denn gleich der Mann im schwarzen Anzug? Das eine von den Geschichten, die wir total vergessen haben. Ich meine, okay. War das nicht irgendwie dieser Junge, der den Teufel im Sumpf trifft oder so? Ja, ja, du hast recht. Ja, ich habe auch total... Dann etwas, das man nicht auf den ersten Blick sieht, wenn man die Liste guckt. Was denkt ihr denn, wo wir die größten Differenzen hatten? Punktemäßig. Bestimmt bei einer der Kurzgeschichten. Ja. Zumindest in einem der Kurzgeschichtenbände. Es war bei Die kleinen Schwestern von Illuria. Da war zwischen 8 und 17 Punkten auch alles dabei. Okay, das ist beeindruckend. Ja, Illuria fand ich, glaube ich, gar nicht mehr schlecht. An Illuria habe ich, glaube ich, Spaß gehabt. Ja, du hast 16 Punkte gegeben und Jonas die Hälfte. Ja, nun. Ja. Wir haben ja über die Jahre immer mal so geguckt, wer von uns so am krummeligsten war, wer von uns am optimistischsten war. Und das gab ja tatsächlich auch ein bisschen Bewegung in dieser Hinsicht. Haben wir denn dafür Zahlen? Ja, ich habe die Zahlen wie jedes Jahr ergänzt. Und es wird euch nicht sehr überraschen, wer der krummeligste von uns ist. Also Dela hat im Mittelwert über all die Jahre, über all die Folgen eine Punktzahl von 9,5 Punkten.
Und wie auch in den letzten Jahren sind die Gäste die, die das am besten bewerten mit 11,6 Punkten. Das Schlimme ist halt, das ist mit den Gästen so immer unfair, weil die können sich den Quatsch ja aussuchen. Genau. Ja, Jonas hatte 10,8 und ich habe 10,3, also wir liegen eigentlich alle relativ nah beisammen. Aber, und das wird euch vielleicht auch überraschen, also unser von den Punkten her schlechtestes Jahr war 2018, da haben wir 10,37 Punkte im Schnitt vergeben. Unser bestes Jahr war 2022. Das ist beeindruckend. Das liegt aber vielleicht auch am Turm, oder? Wahrscheinlich. Also wir haben 11,19 Punkte im Schnitt vergeben. Und damit sind wir ein klein bisschen besser, als wir 2019 waren. Okay, das ist cool. Und wer war denn dieses Jahr von uns der optimistischste? Oh, in diesem Jahr war ich das. Wie ist denn das passiert? Ich weiß es auch nicht. Ich habe 11,3 Punkte im Schnitt gegeben. Jonas und die Gäste lagen auf einer Wellenlänge mit 11,2 und du hast immerhin auch 10,6. Ja, wir steigern uns. Bei dir ist das eine Steigerung vom letzten Jahr von 8,1 auf 10,6. Das ist schon was. Ja, auf jeden Fall. Ja, bei mir ist auch eine gute Steigerung drin, nur bei Jonas ist von 13 auf 11,2 gefallen. Ja. Willst du uns damit was sagen? Scheinbar ich will nicht. Nie was sagen. Gut. Ich werde dich hierzu gezwungen. Ja. Nun, würdet ihr denn raten wollen, wer unsere Top und Flop 3 jeweils sind? Das hätte ich jetzt auch gefragt, weil meine Liste anders aussieht als deine. Ich habe dir, glaube ich, beides gegeben. Aber egal. Ja, du hast mir beides gegeben, ich habe es aber selbst auch nochmal gerechnet. Ah, ich verstehe. Ja. Ja, Jonas, was glaubst du, war dieses Jahr dein Lieblingsbuch? Ich habe vorhin nochmal gesehen, dass ich die Turmbücher fast durchweg mit 17 bewertet habe. Mhm. Deswegen nehme ich an, die waren's. Nein. Nein. Wo habe ich mehr gegeben? Bei 14.08 hast du 18 Punkte gegeben. Ah, okay. Auch wenn du dich nicht mehr dran erinnerst. Und tatsächlich hast du die 17 Punkte auch noch vergeben für Wahn. Und das finde ich tatsächlich dieses Jahr in unseren Zahlen auch echt gruselig. Wir haben sehr viele Punktgleichstände. Ja, es war nicht so viel Streit drin wie sonst. Was auf der einen Seite schade. Du bist weg. Und was hat man noch gehört? Was auf der einen Seite schade ist. Ja, wir hatten nicht so viele Streitereien dieses Jahr. Also das ist auf der einen Seite natürlich schade, auf der anderen Seite vielleicht sind wir auch einfach besser aufeinander eingespielt und vielleicht sind die Geschichten auch beliebiger geworden, sodass wir uns nicht so viel drüber streiten müssen. Ich denke. Ja. Ja, ich sehe auch, ich habe einmal 18 Punkte gegeben. Alles, was du liebst, wird dir genommen. Ich erinnere mich nicht mehr an diese Geschichte. Das war der, der die Scheißhaussprüche sammelt. Ah, stimmt. Und dass wir beide die geliebt haben, Flo, ist wenig überraschend. Weil erstens ist es genau unser Humor und zweitens ist es genau unsere Depression. Stimmt. Ja, hätte ich mich aber jetzt wirklich nie mehr dran erinnert, wenn du das nicht gesagt hättest. Ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich 4-mal Platz 1 habe mit 17 Punkten. Nämlich, alles, was du liebst, wird dir genommen, wie bei Flo. Außerdem 14.08, Wolfsmond und Wahn. Ja, es ist so, ich glaube, die waren bei uns allen hoch im Kurs, gerade Wolfsmond und 14.08 und auch Wahn, ja. Was denkt ihr denn? Was waren unsere Top 3 Bücher? Das ist jetzt natürlich nicht schwer zu erraten. Ich glaube, Wolfsmond ist ziemlich nah dran, Wahn kommt ziemlich kurz danach. Das dritte müsste ich raten. 14.08, das hatten wir jetzt auch, ja. Ja, es ist tatsächlich so, dass Wolfsmond und Wahn beide im Schnitt 17 Punkte hatten. Quatsch, nicht gelogen. Wolfsmond und 14.08 waren mit 16,25 auf Platz 3. Okay, das ist erstaunlich.
Dann habe ich noch einen Platz 2 bei mir, der völlig überraschend ist, den auch von euch sonst keiner hat. Nämlich Der Tod des Jay Hamilton. Auch hier erinnere ich mich überhaupt nicht mehr. Das war die Ganoven-Geschichte über die Dillinger-Bande. Ach ja, genau, stimmt. Ja, nee. Also zumindest an die Bücher, die ich gut bewertet habe, kann ich mich auch noch erinnern. Ja, ansonsten ist es bei euch und auch bei den Gästen relativ einheitlich. Wahnsinnig viel Turm und wahnsinnig viel Turmsaga, also alle Bücher. Der Buick war tatsächlich auch einigermaßen so halbwegs. Der ist auf Top 3 bei einigen von uns. Also ja, wir haben tatsächlich nicht nur Mist gelesen dieses Jahr. Ja, stimmt. Aber wir haben auch Mist gelesen. Mhm, und nicht wenig. Wollen wir weiterraten? Flo, hast du das für dich? Nein. Ich habe nur die allgemeinen Top. Was glaubst du war dein Flop? Dein größter Flop? Nein, wir fangen anders an. Wenn wir sagen, es gibt eine Flop 1, Flop 2, Flop 3 und Flop 3 war noch am erträglichsten. Was glaubst du, fandst du so gerade noch so tolerabel? Puh, also ich gehe stark davon aus, dass es Kurzgeschichten waren. Mhm. Ich kann aber dir nicht sagen, welche. Weil ich mich einfach auch nicht dran erinnere. Ich könnte jetzt gucken, was wir allgemein am schlechtesten bewertet haben und würde dann sagen, da sind sie mit dabei, aber das hebe ich mir noch für gleich auf. Mhm. Und Jonas? Ich weiß, Colorado Kid fand ich echt nicht gut und ansonsten tippe ich auch auf irgendwelche Kurzgeschichten, aber an die kann ich mich ja selbst nicht erinnern, deswegen weiß ich auch nicht, in welcher Reihenfolge oder welche genau. Also, ich löse das mal auf. Für unseren Gast, das gerade noch oder für unsere Gäste insgesamt, das gerade noch erträglichste Buch war Glücksbringer mit 5 Punkten. Das ist eine Kurzgeschichte, ich glaube aus Kabinett des Todes. Ja. Dann Flop 2 war Autopsieraum 4. Das haben einige von uns genannt. Das war dieses lustige Typ ist von Schlangen bis paralysiert und wacht im Autopsieraum auf. Ich erinnere mich dunkel, ja. Und das größte Flop-Buch für unsere Gäste war Kuscheltiere, also LTs Theorie der Kuscheltiere. Keine Erinnerung mehr dran. Ich weiß, dass es schlecht war, aber ich weiß nicht mehr, worum es ging. Nee, es hatte keinen Inhalt. Ah, dann erinnere ich mich richtig. Und tatsächlich, LTs Theorie der Kuscheltiere wird hier auch oft genannt. So, und jetzt kommen wir zur weiteren Auflösung. Jonas, für dich, das gerade so erträglichste Buch, Geschichte, war Gotham Café? Nein. Weiß nicht mehr? Du lügst. Was? Ach nee, das war für dich, ne? Genau, ich hab's mich auch gerade aufgemacht. Entschuldigung, dann bin ich verrutscht unter Dings. Moment. Ja, Tatsache. Ja, also Gotham Café für Flo war das gerade so erträglichste, was ich echt gruselig fand, weil das war ein fürchterlicher Scheiß. Ich erinnere mich, war das nicht so ein Amoklauf oder so? Ja, ja, das war dieser Koch der Kellner, der in der Kneipe amokläuft mit dem Scheidungstypen. Ja, gerade noch erträglich. Also es ist die drittschlechteste Bewertung, die ich dieses Jahr gegeben habe. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt gerade noch erträglich... Ja, aber ich weiß nicht, wie ich dritt nicht schlechtestes Buch ausdrücken soll. Drittniedrigste Punktzahl. Ja, auf dem zweiten Platz unserer unserer Flop-Liste für den Flur ist auch wieder Autopsieraum 4 und Colorado Kid. Stimmt, das war auch nicht gut. Und hatte auch viel mit Autopsieraum zu tun. Und das Allerschlimmste, was war dein Allerschlimmstes? Ja, ich sehe es ja vor mir. Es waren ja auch die Kuscheltiere und Glücksbringer. Und an Glücksbringer kann ich mich zum Beispiel wieder gar nicht mehr erinnern. Ich auch nicht. Doch, das weiß ich noch. Diese Fantasie der einen Frau, die einen Glückspenny in den Automaten wirft. Ja, du hast recht. Aus dieser Trinkgeldkasse. Ja.
Okay, kein Wunder, ich das vergessen habe. Ja, und Jonas und ich waren uns auch einig. Also bei mir war Gotham Café auf Flop 2 und bei dir auf Flop 1, also das Schlimmste. Mit respektive 3 beziehungsweise 2 Punkten. Und mein schlecht bewertestes war Colorado Kid. Mit 2 Punkten. Genau, das liegt bei Jonas auch mit und bei mir ja auch auf Platz 2. Ja. Weil du da auch einen Fehler drin hast in der Liste. Okay. Sehe ich gerade. Ja, weil du hast Colorado Kid nämlich auch nochmal bei dir auf Platz 3 stehen. Moment. Oh. Hä? Jetzt muss ich mal gerade nachgucken, ja. Aber Platz 1 stimmt. Ja, okay. Wie bist du das? Naja, egal. Wie gesagt, ich habe diese Liste nach zum 3 geschrieben. Also, Ja, nachdem wir das jetzt schon hatten, ist es auch nicht ganz so überraschend, was unsere schlechtesten Geschichten dieses Jahr waren. Auf Platz 3 ist es Lunch im Gotham Café. Mhm. Mit einem Durchschnitt von 5 Punkten. Auf Platz 2 ist es Colorado Kid mit 4,5 Punkten und LTs Theorie der Kuscheltiere mit 3,25 Punkten. Und die war echt ganz dumm. Unten. Die war echt dumm, diese Geschichte. Ja. Ich weiß immer noch nicht, was drin vorkam. Ich auch nicht, ich stimme hier nur zu. Naja, ich glaube, das war irgendwas von Typ ist von seiner Frau geschieden. Weil er hat ihr eine Katze geschenkt oder sie ihm ja, eine stimmt, Katze. Ja, stimmt, das Katzenmenschenhunde. Ja, genau, dieses Ding ist das. Ja, ich oh Gott, vergesse ja. immer, dass Kuscheltiere und Haustiere ja in der Übersetzung immer seltsam anders ist. Ich hatte irgendwie an Stoffhasen und sowas gedacht und Teddybären und so. Und nee. Nun, ja. Hatte ich dir das nicht ausgerechnet? Ah, doch. Eine Schätzfrage an euch. Wir machen das ja nicht in den leeren Raum, überraschenderweise übrigens. Was glaubt ihr denn so im Durchschnitt? Wie viele Aufrufe hat so eine Folge? Puh. 5. Nee, ich fürchte, es ist mehr. Mehr als wir. Ja. Das doof ist, ich kenne die Antwort. ich auch, deswegen. Okay. Vor allem, es sind ja immer zwischendrin, das hatten wir auch in den letzten Jahren, Folgen, die überraschend hohe Aufrufe haben, sodass da irgendwas nicht stimmen kann. Also ich sag mal so, ich habe die Zahlen schon bereinigt, weil für alle Feeds und so weiter und so fort habe ich teilweise Abrufzahlen, die können einfach nicht wahr sein, faktisch. Es gibt aber eine Möglichkeit in meinem Statistiktool, das noch ein bisschen feiner zu sieben. Und da kam ich tatsächlich auf eine Zahl, die ich für realistisch halte. Und das wären im Durchschnitt ungefähr 156, 160 Aufrufe pro Folge. Und ganz ehrlich, es hören sich 160 Menschen diesen Schwachsinn an. Das finde ich extrem beeindruckend. Und ich danke euch dafür. Ja. Also vielen Dank, auch wenn ihr verrückt seid. Genau. Wollt ihr denn mal raten, wie viele Abonnenten wir haben? Also ich muss dazu sagen, ich muss das einschränken. Ich kann nur die Abonnentenzahlen sehen, die es bei Podcast Addict gibt. Alles andere, was über Pocket Cast läuft, was über iTunes läuft, all diese anderen Apps, die es gibt, die kann ich nicht sehen. Aber ich habe jetzt eine Zahl rausgesucht, nur für Podcast Addict. Was würdet ihr schätzen? Da wir da vor kurzem drüber geredet haben, weiß ich es natürlich. Wir haben ja auch das andere überschlagen. Es ist eine Zahl, die mich echt überrascht hat. Jonas, weißt du es oder willst du raten? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil wir uns irgendwann unter dem Jahrmarkt drüber unterhalten haben, war es eine Zahl, die höher war als die der Abrufe, was für mich richtig keinen Sinn ergeben hat. Na, nee, das macht schon Sinn, weil wenn du das ungelesen wegschmeißt, das meine ich ja mit, die Zahlen sind schon bereinigt. Ja, ich, für mich ist immer noch seltsam, dass Podcatcher das nicht automatisch runterladen, aber ja. Ich löse mal auf. Wir haben 199 Abonnenten im Podcast Addict.
Und wir haben 25 Abonnenten auf YouTube. Weil ich ja den ganzen Quatsch von allen meinen Formaten auch auf YouTube rauskippe. Und das hören sich auch 25 Menschen an. Das finde ich auch ein bisschen gruselig. Ja, so ein Kanal, an den ich nie denke. Wenn ihr das hier hört, danke. Ja, genau. Vielen Dank. Dankeschön. Jetzt sind wir schon beim Bedanken angekommen. Und da muss ich, weil wir gerade von YouTube gesprochen haben, mich auch bedanken. Es gibt nämlich einen Menschen, den Marcel, der hat die ganze Zeit ganz tapfer und fleißig jede König-Bube-Dame-Gastfolge, die wir rauswerfen, kommentiert. Und das ist kein, also ich gehe mal davon aus, dass es kein Bot ist, ohne das beweisen zu können. Aber er scheint sich wirklich durch unser Archiv gegraben zu haben und kommentiert. Und er ist echt freundlich und er freut sich, dass wir Dinge machen. Und das finde ich voll gut. Das ist cool. Danke, Marcel. Vielen Dank. Ich möchte da mal stellvertretend seine Meinung vorlesen zu Colorado Kid. Ich bin voll bei euch, fand die Geschichte leider auch sehr langweilig. Konnte mir die Insel zwar vorstellen, was die Story aber nicht besser macht. An König, Bube, Dame, Gast. Eure Sendung ist total super. Hab jetzt allmählich fast alle Folgen gehört und freue mich schon, wenn ihr vielleicht die kommenden Bücher, welche zwischen 2008 und 2015 rausgekommen sind, besprecht. Der Podcast ist wirklich spannend und meist bin ich auch eurer Meinung. Manchmal seid ihr ein bisschen streng. Ja, dazu vielen, vielen herzlichen Dank. Wir sind manchmal auch unserer Meinung. Und ja, sind wir. Manche mehr als andere. Ja, also es ist schön. Wir bekommen nicht allzu viele Rückmeldungen, deswegen freuen wir uns über jede, die wir bekommen, sehr. Das ist auch gleichzeitig als Aufruf zu verstehen. Gebt uns Rückmeldung. Egal genau. In welcher Form, egal auf welchem Kanal, aber ja, es zeigt uns, dass wir halt wirklich nicht in den luftleeren Raum senden. Und aber seien wir ehrlich, wir würden es auch tun, wenn wir in den luftleeren Raum senden, einfach weil wir eine Meise haben. Ja, für dich und mich ist das eine Therapiegruppe und Jonas ist sowas wie die Oberschwester Betreuer. Hildegard. Ja. Ja. Nein, aber da muss ich wirklich sagen, wir haben aus technischen Gründen die Kommentarfunktion auf der Seite rausgenommen. Das liegt einfach hier an Datenschutzgrundverordnungsblödsinn und Dingen und ich habe da einfach keinen Bock drauf. Deswegen, ihr könnt gerne über jeden möglichen Kanal, der euch einfällt, mit uns interagieren. Es gibt, wie gesagt, die Möglichkeit über YouTube-Kommentare. Wir sind noch auf Twitter, solange Twitter noch lebt. Wir sind auf Mastodon. Wir haben andere Kanäle. Es gibt eine E-Mail-Adresse, die ihr anschreiben könnt. Und ich kriege das und ich lese das tatsächlich auch. Also, ihr könnt gerne mit uns interagieren und ihr dürft uns auch gerne Audiokommentare senden, wenn ihr das möchtet. Das dauert da zwar manchmal, bis wir die in die Folge einbauen können, weil manchmal nehmen wir halt vorweg auf. Aber generell ist das eine Möglichkeit und wir würden uns auch darüber sehr freuen. Und ansonsten, wie gesagt, habe ich jetzt für dieses Jahr technisch noch ein paar Erweiterungen gemacht. Im Sinne von, dass ich die Ambition habe, die Zugänglichkeit dieses Formats ein bisschen zu erhöhen. Weshalb wir jetzt auch Transkripts haben und ich hoffe, wir kriegen das hin, dass wir das durchziehen. Das heißt, auch wenn ihr zum Beispiel auf dem Spektrum seid oder eine Hörschädigung habt oder irgendwas oder einfach Dinge lieber lest als anhört, könnt ihr das theoretisch ab jetzt auch tun. Und auch hier würde ich mich freuen, wenn ihr da in irgendeiner Form betroffen seid und ihr nutzt das und braucht das, dass ihr mir da mal eine Rückmeldung gebt, inwiefern das überhaupt für euch nützbar und sinnvoll ist. Nicht in der Frage, ob wir das machen. Ich will das durchziehen und ich werde das durchziehen. Egal, was die Leute dazu grundsätzlich sagen. Aber in der Form, ob das in der Form für diejenigen, die es betrifft, nutzbar ist. Das würde ich gerne wissen. Genau. Genau. Also, nochmal der Aufruf, meldet euch. Genau, bitte meldet dich. Ja, wie jedes Jahr haben wir auch wieder eine kleine Nachrufsektion. Ich habe jetzt hier wirklich nur mal drei Leute rausgesucht. Es sind natürlich noch diverse andere verstorben, die mit King in Verbindung stehen.
ich habe mir mal drei der bekanntesten jetzt ausgewählt heute. Das zum einen ist dieses Jahr William Hurt gestorben. Der Schauspieler ist am 13. März an Prostatakrebs gestorben und ist bekannt für unzählige Rollen. Er hat zum Beispiel im Marvel Cinematic Universe den General Ross gespielt. Er hat aber auch in den 80ern für Der Kuss der Spinnenfrau einen Oscar bekommen. Und Hurt hat in der Nightmares and Dreamscapes Serie, also nach den Kurzgeschichten von King, in der Folge Schlachtfeld die Hauptrolle gespielt. Das war die mit dem lebendigen Spielzeug, nicht? Genau. Da sind wir wieder beim Thema Dinge aus Nachtschicht. Kann ich auf Abruf. Ich weiß gar nicht, ob es Nachtschicht war oder Albträume. Ich aber bin trotzdem, mir ziemlich sicher, dass es Nachtschicht war. Ich hätte gesagt Albträume. Jonas, guck mal nach. eine weitere Person ist James Caan. Auch ein ziemlich bekannter Schauspieler. Und der hat natürlich die Hauptrolle in Misery gespielt, 1990. Hatten wir auch schon vorhin den Witz mit den zertrümmerten Knöcheln. Er ist am 6. Juli diesen Jahres gestorben. Und ja, wir werden keinen Abschluss der Talisman-Trilogie bekommen, denn auch der Schriftsteller Peter Straub ist gestorben. Es ist sehr schade um Straub, aber es ist nicht schade um den Talisman. Ja, ich habe tatsächlich jetzt angefangen, mal ein paar andere Straub-Sachen zu lesen. Ich komme nicht so ganz gut bei ihm rein, aber trotzdem ist es eigentlich schade. Und seine Tochter hat, als er gestorben ist, auf Twitter einige Geschichten über ihren Vater erzählt. Das scheint ein sehr sympathischer Mann gewesen zu sein. Er ist am 4. September gestorben und wir kennen ihn natürlich aus Talisman und das Schwarze Haus, das er zusammen mit King geschrieben hat. Genau. Hat einer von euch noch die Möglichkeit, nochmal auf iTunes zu gucken? Weil ich habe die Möglichkeit nicht, weil ich immer noch zu dumm dafür bin. Ja, stimmt. Das vergesse ich jedes Jahr. Ich gucke nach. Ich werde gleich dazu Bescheid geben. Aber wollen wir vorher nicht erstmal so, habt ihr eure Hausaufgabe gemacht? Naja, wir haben in die Ouvertüre reingehört und in das erste Auftreten von Carrie. Und dann hat es uns sehr gegruselt und wir haben aufgehört, ehrlich gesagt. Dann ging es euch nicht viel anders als mir. Ich habe so verschiedene Lieder mal reingehört. Ja, wir haben hier jedes Jahresendsendung so ein kleines Extra, das wir besprechen. Sei es ein Kinderbuch oder sonst irgendwas. Und dieses Mal habe ich meine Mitpodcastenden gezwungen, sich mit Carrie das Musical zu beschäftigen. Das Gute ist, er ist weit genug weg, dass er uns nicht wirklich dazu zwingen konnte, weshalb wir es auch nur so halbarschig gemacht haben. Ich habe es ja selbst nicht anders gemacht. Es ist einfach so, es gibt Aufnahmen, zwar sogar in Bild und Ton, oder eher in Ton und Bild sogar, so muss man sagen, die auf archive.org zu finden sind. Das heißt, falls ihr da Interesse habt, guckt euch das oder hört euch das mal da an. Aber ja, es gab ein Musical zu Kings Erstlingswerk Carrie. Hast du denn da auch irgendwie Meinungen, Rezensionen, Zahlen? Ja, das Musical startete 1988 in den UK und gilt als einer der größten Flops der Broadway-History. Überraschend. Ja. Es gibt ein Buch von Ken Mandelbaum über die größten Flops am Broadway. Und das hat den Titel oder den Untertitel Not Since Carrie. Okay. Ja. Dennoch. Ich habe eine Frage zu diesem Buch. Erstens, hast du es oder hast du es nur den Titel gelesen? Ich habe nur den Titel gelesen. Okay, weil das beruhigt mich sehr, weil ich weiß, du hast alles, was abstrus ist, aber das wäre selbst für dich abstrus. Ja, also Musicals sind tatsächlich auch nicht so ganz mein Fall. Ich möchte ein Edward Lee-Musical. Egal, wir müssen weiter. Ja. Ein großer Flop dauernd stehen geblieben. Genau, und dennoch gab es diverse Aufführungen. Also 1988 UK und am Broadway. 2012 gab es ein Revival of Broadway. Und dann 2015 gab es nochmal verschiedene Produktionen.
Das, ich glaube, das erste Mal, dass es mir tatsächlich über den Weg gelaufen ist, war in der Fernsehserie Riverdale, oh, wo die Schule dieses Musical aufführt, während ein Serienmörder sein Unwesen treibt und das Ganze am Ende, das blutige Ende ist ein blutiges Ende. Der Witz ist, ich habe das gesehen und gewusst und habe das für einen Witz gehalten. Es ist kein Witz. Und ich muss sagen, man kann auch sich diese Riverdale Aufzeichnung anhören. Ich finde die Musik da besser als auf Broadway. Also es war spannend. Nennen wir es spannend, ja? Ja. Ja. Vor allem diese wundervollen Chorszenen. Mhm. Ja, ja, es war eine wunderschöne Hausaufgabe. Wir haben sie natürlich zur vollsten Zufriedenheit aller erledigt. Flo, bitte nicht, also etwas weniger abstrus nächstes Jahr, ja? Ach, mal sehen. Ich habe schon eine Idee. ja, auf iTunes ist übrigens dieses Jahr keine Rezension hinzugekommen. Okay, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass wir mittlerweile den Leuten klar gemacht haben, dass wir zu dumm sind, sie zu finden. Das kann sein. Es gibt insgesamt 8 Bewertungen. Genau, 4 Rezensionen und 5 davon mit 5 Sternen. Einmal mit 2 und einmal mit 3, zweimal mit 3 Sternen. Ja, wollen wir ein bisschen in die Zukunft blicken? Muss das sein? Ich befürchte. Na dann. Okay. Was liegt denn noch vor uns? Ja, es war dunkel, aber die Sonne geht nur langsam auf. Wir machen jetzt mit Sunset weiter. Wir haben ja auch schon erwähnt, wir haben schon teilweise Folgen aufgenommen. Da stehen uns jetzt noch, ich glaube, 10 Geschichten bevor. Und dann haben wir auch das Jahr 2008 schon abgeschlossen. Und dann geht's so richtig weiter. Dann haben wir wieder ein sehr, sehr dickes Buch. Die Arena. Mhm. Ja, da bin ich echt gespannt. Ja, reden wir dann drüber. Dann haben wir mal wieder 4 Novellen mit Zwischen Nacht und Dunkel. Da freue ich mich tatsächlich drauf. Ja, ich glaube, das sind auch tatsächlich welche dabei, die nicht uninteressant sind. Vielleicht sogar gut. Ja, dann kommt ein weiteres dickes Buch mit Der Anschlag. Mir persönlich hat das sehr gut gefallen, aber da gibt es auch andere Meinungen. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ja, und dann geht's weiter mit dem dunklen Turm mit dem Wind. Worauf ich mich auch sehr freue. Und dann haben wir ein bisschen Baseball. Wir haben einen Vergnügungspark. Wir haben eine Fortsetzung und wir haben Krimis. Aber ja, wie weit denkt ihr denn, kommen wir nächstes Jahr? Also ich hoffe, aber ich kann es echt nicht einschätzen, weil ich auch nicht weiß, wie lang die Novellen sind, dass wir vielleicht Anfang bis Mitte Bazar der bösen Träume schaffen. Also ich hätte auch gesagt, dass wir die Mr. Mercedes Trilogie vielleicht noch abschließen nicht, das können wir nicht, dass wir bei der nächsten Kurzgeschichtensammlung landen. Das wäre auch mein Tipp gewesen. Habt ihr denn Bücher, auf die ihr euch freut? Also Flo, du hast ja schon gesagt, ich habe auch schon dazwischen geflötet. Aber Jonas, hast du irgendwas, wo du schon mal den Namen im Vorbeifliegen gehört hast und freust dich drauf? Dr. Sleep tatsächlich, als Fortsetzung von Shining. Okay. Und Der Anschlag, weil Derry und so. Mhm. Mhm. Ja, Der Anschlag, Joyland und Revival sind, glaube ich, die, auf die ich mich am meisten freue. Und ich glaube, ich habe am meisten Angst vor Faithful. Ja, das werden wir aber auch, glaube ich, nur so am Rande besprechen. Weil ein englischsprachiges Sachbuch über Baseball ist halt auch nicht so unser Fall. Wir werden das Buch besprechen. Wir haben es ja gesagt, wir besprechen alles. Aber zusammen mit einer Kurzgeschichte, Novelle, die auch Baseball zum Thema hat, ein Gesicht in der Menge. Genau. Und an der Stelle noch mal ein Aufruf an euch. Die Bazar der bösen Träume Kurzgeschichtensammlung, die wahrscheinlich erst gegen Ende des Jahres kommen wird,
Aber da haben wir fast noch gar keine Gäste. Also bitte, bitte, bitte meldet euch, wenn ihr mit uns senden wollt. Ja, oder wenn ihr früher drankommen wollt, zwischen Nacht und Dunkel. Also wir haben zum Beispiel bei Big Driver und Eine gute Ehe auch noch niemanden. Und ansonsten, wenn euch irgendein Titel lockt, ihr könnt auch mit uns senden, wenn da schon jemand in der Liste steht. Das ist kein Problem. Wir haben auch kein Problem, mit mehreren Leuten zusammenzureden. Genau. Wir reden ja sogar manchmal miteinander. Selten, aber gelegentlich. Ja, ich glaube, das war's, oder? Haben wir noch irgendwas? Haben wir noch Themen? Ich wüsste jetzt im Moment nichts. Aber wir haben noch was. Mhm. Die Outtakes. Dum, dum, dum. Und ich würde sagen, damit schmeißen wir euch auch raus. Wir wünschen euch, auch wenn das für einige ein echt beschissenes Jahr war, aber wir wünschen euch trotzdem einen wunderschönen Jahresausklang. Wir wünschen euch, dass 2023 toll wird oder zumindest besser oder zumindest erträglich. Erträglich. Wir denken an euch und wir hoffen, dass unser Quatsch, den wir hier so fabrizieren, auch ein bisschen hilft, euch über die Tage zu bringen. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber wir geben uns Mühe. Es hilft uns, über die Tage zu bringen. Genau. Und ich möchte natürlich mich auch bei euch beiden ganz, ganz herzlich bedanken, denn immer noch, nach all den Jahren, macht dieses Format immer noch Spaß. Obwohl es jetzt tatsächlich nicht mehr an den Büchern primär liegt, weil ich halt einfach blind reingehe. Aber ich rede immer noch wahnsinnig gerne mit euch über Bücher. Es macht wirklich Spaß. Dankeschön. Gerne. Das kann ich nur zurückgeben. Gut, in diesem Sinne, wir sind raus und wir wünschen euch viel Spaß mit den Outtakes. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, das ist kein Problem. Meine haben gerade aufgehört. Okay. Sag einfach Bescheid, wenn es losgehen kann. Na gut, wenn ich die nächsten 5 Minuten nicht reden muss, dann... Ja, du musst ja zumindest auf die Begrüßung... Mist, stimmt. Ja. Ich könnte dir gegen Schienbein treten, hätten wir Outtakes. Ich mag, wie du denkst. Ich denke nicht. Naja, es kommt dann das, was kommen muss. Er schläft ein, Patrick schläft auch ein und Mordred, 3, 2, 1. So, okay, bereit, wenn ihr seid. Okay. Also ich stelle mir irgendwie vor... Ja? Ich dachte, ich müsste jetzt irgendwie kurz mal einleiten. So. Nee, ich zähle an Stimmung und dann... Ich zähle an und dann kann es losgehen. Du darfst aber gerne dazwischen noch so viel phasen, wie du möchtest. 3, 2, 1, Start! Also ich stelle mir zu Beginn ja vor, dass irgendwie so ein Donner grollt und dann irgendwie so eine pathetische Stimme... Nun zieht 6 Karten. Sie werden euch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft weisen. Du klippst. Ja. Ist mir völlig egal. Ich klippe nicht auf meiner eigenen Aufnahme. Aber in meinem Kopfhörer. Ja, in meinem auch. Für deinen Schund kann ich nichts. Okay. Aber das ist ein Problem, weil wirklich laut habe ich nicht gesprochen. Wenn das? Ich laut spreche, dann jetzt ist besser. 0. Okay. Nun ziehet 6 Karten. Sie werden euch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft weisen. Ich will. Nee, du ziehst wieder blöde Karten. Lass mich. Oi. Schweigt, ihr langsamen Mutanten. Ich ziehe die Karten. Als könnte einer von euch bis 6 zählen. Oi. Jetzt macht, ich hab nicht ewig Zeit. Fupp, 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 Karte. Ah, die erste Karte. Schwarz. Der Beginn der Geschichte. Der Mann in Schwarz
floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm. Roland, der letzte Revolvermann, hatte seine Jugend und seine durch Verrat und Verfall zerstörte Heimat hinter sich gelassen und ist auf der Suche nach dem dunklen Turm, der Mittelpunkt aller Welten ist. Der Turm ist in Gefahr. Und seit die Welt sich weitergedreht hat, scheinen die Dinge dort falsch zu laufen. Um den Weg zum Turm zu finden, muss Roland den Mann in Schwarz finden. Das bin ich, oder? Doch dieser scheint ihm immer einen Schritt voraus und hinterlässt ihm bösartige Fallen. Unterwegs trifft Roland den jungen Jake, der in seinem alten Leben an einem Ort namens New York gestorben ist. Was er aber nicht weiß, ist, dass der Mann in Schwarz den Jungen selbst nach Midwelt geschafft hat, nur um dem Revolvermann eine neue, noch tödlichere Falle zu stellen. Der Weg führt die beiden vorbei an einem uralten Orakel durch die Berge, wo langsame Mutanten auf sie lauern. Ist das irgendwie ein Eigenbegriff, langsame Mutanten? Der Weg führt die beiden vorbei an einem uralten Orakel durch die Berge, wo langsame Mutanten auf sie lauern. Am Ende dieses Weges wartet der Mann in Schwarz auf Roland und eine schwerwiegende Entscheidung. Roland entscheidet sich ohne Zögern für den dunklen Turm und lässt zu, dass Jake in den Tod stürzt. Dann geh! Es gibt andere Welten als diese, sind seine letzten Worte. Der Mann in Schwarz enthüllt sich als der Zauberer Walter, der vor Jahren Rolands Vater betrogen hat und für dessen Tod verantwortlich ist. Roland muss 3 Karten aus einem Tarotdeck ziehen. 3 Gefährten, die ihn auf seinem Weg zum Turm begleiten werden. Fupp, fupp, fupp. Der Gefangene, die Herrin der Schatten und der Tod. Aber nicht für dich, Revolvermann. Als Roland am nächsten Morgen erwacht, ist der Mann in Schwarz zu Staub zerfallen. Also Mann in Grau quasi. Und es scheinen Jahrzehnte vergangen zu sein. Ist der Mann in Schwarz nicht auch Randall Fleck, der die Welten von The Stand und die Augen des Drachen reingesucht hat? Das kann sein, kleine Revolverfrau. Ich fühle mich so ein bisschen wie das Känguru. Aber erst schauen wir uns einmal die 2. Karte an. 3. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was das sein soll. Das ist der Titel des 2. Buches, das ist doch logisch. Ernsthaft? Yep. Alter, warum stoppt den Kerl keiner? 3. Roland verliert am Strand des westlichen Meeres 2 Finger und findet 3 Gefährten. Wie vom Mann in Schwarz vorausgesagt, findet er am Strand eine Tür, hinter der er den Gefangenen findet, Eddie Dean, ein junger Drogenkurier und Gefangener des Heroins. Im Hauptquartier des Drogenbosses Enrico Balazar kommt es zu einer blutigen Auseinandersetzung, bei der Eddie seine Tauglichkeit als Revolvermann beweist. Auch wenn er das gar nicht möchte. Hinter der 2. Tür ist die Herrin der Schatten, Odetta Holmes, in deren Kopf sich eine 2. böse Persönlichkeit, Detta, eingenistet hat. Alter, der hatte doch keinen Bock mehr, als er das geschrieben hat, oder?
Naja, ich sag mal so, das war so der Höhepunkt der Drogensucht. Odetta hat beide Beine verloren, anders als Detta. Odetta hat beide Beine verloren, als sie von Jack Maud vor einer U-Bahn geschubst wurde. Die junge Frau stammt, wie Eddie, aus New York. Doch aus einer anderen Zeit. Sie wird aus den 60er Jahren an den Strand geholt. Was echt scheiße ist, wenn du keine Beine mehr hast. Sie wird aus den 60er Jahren an den Strand geholt, wohingegen Eddie aus den 80er Jahren stammte. Zwischen ihr und Eddie entwickelt sich eine Hassliebe. Wenn Odetta die Oberhand hat, dann lieben sich die beiden. Wenn Detta an ihre Stelle tritt, müssen Roland und Eddie um ihr Leben fürchten. Die dritte Tür, der Tod, führt Roland wieder nach New York. Diesmal landet er in den 70er Jahren im Kopf des Psychopathen Jack. Jack Maud. Doch nicht Maud ist es, der als dritter Gefährte ausgewählt wurde. Es ist der junge Jake, den Roland vor dem mordlüsternen Irren retten muss. Beim Vorsprechen, als ich mir das durchgelesen habe, habe ich irgendwie dreimal hintereinander den mordlüsternen Irren gelesen. Naja. In der Zwischenzeit kommt es zu einem Kampf zwischen Detta und Odetta. Was ich mir sehr witzig vorstelle, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe Army of Darkness gesehen. In der Zwischenzeit kommt es zu einem Kampf zwischen Detta und Odetta, bei dem die beiden Frauen zu einer neuen Person verschmelzen. Susanna. So langsam blicke ich nicht mehr durch. Dann pass doch auf. Oi. Nein, die dritte Karte heißt nicht Oi, sie heißt Tod, Punkt. Sie heißt Tod, Punkt. Oi. Roland lehrt seinen neuen Gefährten Eddie und Susanna die Grundregeln des Revolvermantums. Heißt das tatsächlich so? Ernsthaft jetzt? Okay. Roland lehrt seinen neuen Gefährten Eddie und Susanna die Grundregeln des Revolvermantums. Sie stoßen auf eins der 12 Portale, die 6 Balken miteinander verbinden. Im Zentrum dieser Balken, von ihnen gestützt, befindet sich der dunkle Turm. Auf seiner Reise dem Balken entlang, Alter. Auf seiner Reise dem Balken entlang wird Roland von einem Paradox gequält. Von einem Paradox? Paradox. Auf seiner Reise dem Balken entlang wird Roland von einem Paradox gequält. Er hat verhindert, dass Jack Maud den jungen Jake getötet hat. Doch da er selbst Jake erst getroffen hat, nachdem dieser in seiner Welt starb, kann er ihn gar nicht kennengelernt haben. Dennoch erinnert er sich an ihn. Auch der Junge, der durch New York irrt, erinnert sich an den Revolvermann. Jake entdeckt auf einem unbebauten Grundstück in New York eine rote Rose, ein mächtiges Symbol des Guten. Digga. Ich stelle mir gerade vor, du gehst mit dem Typen einfach nur spazieren. Ein Phallus-Symbol. Ein Symbol. Ja, das mit den Phallus-Symbolen, das hat der Hendrian gebucht bei uns. Okay. Es gibt da eine sehr schöne Geschichte mit einem Finger aus einem Urinal. Das ist auch fantastisch. Es gibt nicht nur eine Geschichte. Oh, ich ziehe die Frage zurück. Alter. Fleischwurst, gleich Phallus-Symbol, ganz klar. Definitiv. Als er vom Osterhasen geritten wurde, war allen klar, worauf es zugeht. Jake entdeckt auf einem unbebauten Grundstück in New York eine rote Rose, ein mächtiges Symbol des Guten. Er erkennt,
dass die Rose in Gefahr ist und er sie schützen muss. Jake betritt ein altes Spukhaus, während in Midwelt Roland, Eddie und Susanna gleichzeitig einen Dämonenkreis betreten. Nach einer Auseinandersetzung mit einem Dämon, der alle Mitgliedern des Quartett schwer zu schaffen macht, gelingt es Roland, Jake in seiner Welt zu ziehen. Wieder vereint macht sich die Gruppe nun auf den weiteren Weg zum dunklen Turm. Ihnen schließt sich noch ein zahmer Billy Bumbler namens Oi an. Oi! Ja. Das Quartett erreicht die zerstörte Stadt Loot. Loot ist richtig. Das Quartett erreicht die zerstörte Stadt Loot, wo sie in die Kämpfe zweier rivalisierender Gruppen hineingezogen werden. Nach gefährlichen Abenteuern gelingt es ihnen, an Bord der Einschienenbahn Blaine zu gelangen. Monorail! Blaine verlangt von ihnen, ihm Rätsel zu stellen. Ist es nicht ihr? Die Einschienenbahn? Blaine ist männlich. Genau. Sein Schwesterzug ist weiblich. Und das ist nicht erfunden. War, hat selbst dort begangen. Blaine verlangt von ihnen, ihm Rätsel zu stellen, die er nicht lösen kann. Sonst wird er entgleisen und sie alle töten. Freundchen, wenn du nicht still bist, dann schicke ich dich zurück zu den Bachmann-Büchern. Ich will ja wieder brav sein. Und wie geht es weiter? Ich hab's nämlich vergessen. Karte? Die vierte Karte trägt den Namen Glas? Hm? Glass? Glas. Die vierte Name, ach ja, Buchtitel. Die vierte Karte trägt den Namen Glas. Es gelingt Eddie durch unlogische Rätsel Blaine zu überlisten. Die Schaltkreise der Einschienenbahn brennen durch und sie kommt noch rechtzeitig zum Stillstand. Das Quartett ist nun in einer anderen Welt angekommen. Einer Welt, in der die Supergrippe Captain Trips gewütet hat. Sie durchqueren. Moment, hier kommt eigentlich bloß ein Satz. Achso, okay. Ich lese weiter, dann. Nochmal den Satz mit dem Quartett. Ja. Das Quartett ist nun in einer anderen Welt angekommen. Einer Welt, in der die Supergrippe Captain Trips gewütet hat. Die kenne ich. Flo! Sorry. Sie durchqueren diese Welt auf dem Balken eines Highways und Roland erzählt seinen Begleitern die Geschichte seiner Jugend und wie er seine Suche nach dem dunklen Turm begonnen hat. Auch die Liebe kommt in dieser Erzählung nicht zu kurz. Ah, das war schon. Auch die Liebe kommt in dieser Erzählung nicht zu kurz. Später treffen sie in einem riesigen grünen Glaspalast wieder auf Randall Flagg und seine Gehilfen und werden in einen kurzen Kampf verwickelt. An dieser Stelle setzt die fünfte Karte ein. Wolfsmond. Ah ja, daran erinnere ich mich. Ja genau, das war das mit dem Wolf und dem Mond. Aua! Das Quartett ist weiter auf dem Pfad des Balkens unterwegs und entdeckt mehr und mehr die Bedeutung der Zahl 19. Das ist übrigens die Stelle, an der ich kurz aufgehört habe zu lesen, um Flo zu schreiben, nach dem Motto, Alter, ist das irgendwie ein Fiebertraum gewesen oder so? Das Quartett ist weiter auf dem Pfad des Balkens unterwegs und entdeckt mehr und mehr die Bedeutung der Zahl 19. Sie erreichen schließlich einen kleinen Ort mit Namen Kellerbrunn-Sturges. Sie erreichen schließlich einen kleinen Ort mit Namen Kellerbrunn-Sturges.
Einmal in jeder Generation wird eine Jägerin geboren. Entschuldigung. Einmal in jeder Generation suchen die Wölfe das Dorfheim und entführen ein Kind von allen Zwillingspaaren im Kindesalter. Fast jedes Kind bekommt in diesem Ort mit einem Zwilling. Fast jedes Kind kommt in diesem Ort mit einem Zwilling zur Welt. Später kehren die Kinder als Minder zurück. Das Kartett unterstützt die Dorfbewohner und ihren neuen Verbündeten, einen Mann namens Donald Callahan, gegen die Wölfe. Entschuldigung, wurde gerade angetextet. Das Kartett unterstützt die Dorfbewohner und ihren neuen Verbündeten, einen Mann namens Donald Callahan, gegen die Wölfe. Diese stellen sich als Roboter heraus, die die Kinder entführen und mit ihrer Lebensenergie die Brecher füttern. Brecher sind besonders begabte Menschen, die die Balken, die den Turm stürzen, zum Einsturz bringen sollen. Wissen wir, wir haben Atlantis gelesen. Ja, okay. Wo war ich? Eddie und Jake werden in einem Traum Zeuge, wie der Drogenboss Balazar, ohne sicher gehen, dass es so ausgesprochen wird, wie der Drogenboss Balazar im Jahr 1977 den Buchhändler Calvin Tower erpressen will, ihm das unbebaute Grundstück mit der roten Rose zu verkaufen. Mithilfe einer magischen Kugel, der schwarzen 13, reist das Kartett nach New York und überredet Tower, das Grundstück nicht zu verkaufen und New York zu verlassen, um sein Leben zu retten. Vorher bringt der Buchhändler jedoch noch eine Kiste mit wertvollen Büchern durch die Welt. Vorher bringt der Buchhändler jedoch noch eine Kiste mit wertvollen Büchern durch die Tür nach Mittwelt. Roland und seine Freunde erfahren auch die Geschichte von Donald Callahan, Pater Callahan. Er stammt aus einem kleinen Ort namens Jerusalem's Lot, das in der Welt liegt, aus der Eddie, Jake und Susanna stammen. Er erzählt, wie er mit dem... Alter. Er erzählt, wie er mit dem Vampir Barlow zusammengetroffen ist und wie sein Leben danach aus der Bahn geriet, bis er letztendlich in Mittwelt angelangt ist. Währenddessen entsteht in Susannas Geist eine weitere Persönlichkeit. Mia. Deren Name in der Hochsprache Mutter bedeutet. Mia ist schwanger von dem Dämon, den das Kartett bezwungen hat, um Jakes Leben zu retten. Nach dem Kampf gegen die Wölfe stiehlt Mia die schwarze 13 und verschwindet durch die Tür in unsere Welt. Das Kartett steht nun vor einer verschlossenen Tür, als Roland unter den Büchern, die Tower dort gelagert hat, ein Buch entdeckt, das die Geschichte von Callahan wiedergibt. Brennen muss Salem von Stephen King. Dum, dum, dum. Ach, du darfst das. Sei still, wir haben es gleich geschafft. Ja, zum Glück. Oi, ück. Ja. Die letzte Karte trägt den Namen Susanna. Auf der Suche nach der verschwundenen Susanna, / Mia, Sekunde mal. Mia ist schwanger. Und gleichzeitig entsteht sie im Geist von Susanna. Mhm. Ja. Wir erklären dir das gleich. Please don't. Die letzte Karte trägt den Namen Susanna. Auf der Suche nach der verschwundenen Susanna, / Mia, gelingt es dem Kartett, die Tür wieder zu öffnen. Doch auf ihrem Weg werden sie getrennt. Susanna irrt durch das New York des Jahres 1999 und erfährt, dass der Dämon Rolands Samen geraubt hat. Mias Kind ist also in Wirklichkeit das Kind Rolands. Es soll eins Roland töten und der größte Brecher in Diensten des scharlachroten Königs werden.
Mia verliert immer mehr Macht über Susanna, doch ihr gemeinsamer Weg führt sie in Bixie Pig. Korrektur, Dixie Pig. Das ist ein Tipp hier. Dixie Pig mit D. Dixie, okay. Gut, dass du aufgepasst hast. Entschuldigung. Ich fange mal vorne an. Susanna ehrt durch das New York des Jahres 1999 und erfährt, dass der Dämon Rolands Samen geraubt hat. Mias Kind ist also in Wirklichkeit das Kind Rolands. Es soll einmal Roland töten und der größte Brecher in Diensten des scharlachroten Königs werden. Mia verliert immer mehr Macht über Susanna, doch ihr gemeinsamer Weg führt sie ins Dixie Pig, einem Lokal voller niederer Männer und Vampire. Hier werden ihre Wehen stärker und die Geburt setzt ein. Ich will mir das nicht vorstellen. Stell dir mal in einem Vampirlokal Platz. Alter. Okay, Fleischwurst. Jake und Pater Callahan sind zur gleichen Zeit in New York und finden die schwarze 13, die Mia gestohlen hat. Sie schließen die magische Kugel in einem Schließfach des World Trade Centers weg. Dann können sie Susanna/Mia im Dixie Pig ausspüren und machen sich bereit, das Lokal zu stürmen. Eddie und Roland geraten ins Jahr 1977, wo es zu einer Auseinandersetzung mit Balazars Männern kommt. Es gelingt ihnen, Kelvin Tower davon zu überzeugen, das unbebaute Grundstück mit der Rose an die Ted Corporation zu verkaufen. Sie erfahren, dass es den Schriftsteller Stephen King tatsächlich gibt und suchen ihn auf. Und sie prügeln und sie prügeln und sie prügeln auf ihn ein. Dieser erkennt die beiden aus seinen Geschichten wieder. Er erklärt, dass er sich die Geschichten nicht ausgedacht hat, sondern dass sie einfach durch ihn hindurchgeflossen sind. Roland hypnotisiert ihn und weist ihn an, die Geschichte zu Ende zu schreiben. Aus Stephen Kings Tagebüchern erfahren wir den Fortschritt der Geschichten bis zu seinem Tod. Hier endet die Geschichte um den dunklen Turm. Bis heute. Alter, ihr seid das merkwürdigste Quartett, das mir jemals zugewiesen wurde. Das ist okay. Du hast es bald hinter dir. Du wirst bald eh gefressen. Tante Dela, warum weint der Mann? vielen Dank. Weißt du, wie ich vorgeschlagen habe, machen wir es zweimal? Ich weiß nicht, ich fand es ganz gut beim ersten Mal. Ja. Ich finde es vollkommen in Ordnung. Ich schneide das zusammen und ich möchte aber sagen, dass ich das hier gerne als Outtake hätte, wenn wir dürfen. Genau. Mach. Das machen wir dann zur Jahresendfolge. Wunderbar. Hängen wir es komplett dran. Also 3 oder 4 Mal, während ich das vorgelesen habe, vor euren Ohren, dachte ich mir, das ist so ein Fall für die versteckte Kamera. Dahinter das wirklich alles ernst, bedauerlicherweise. Und ich habe das wirre Zeug weggelassen. Ja, der Part von dir hat mich am meisten verstört, wenn ich ehrlich bin. Und ja, weil du vor uns so gelacht hast, wegen Detta und Odetta und die eine hat beide und die andere nicht. Diesen Witz bringt er tatsächlich, als sie sich in Mia aufspaltet und Mia hat Beine und sie nicht. Also, es ist Moment. Eine schwarze Frau mit weißen Beinen. Und überhaupt Beine, ja. Mia ist eine separate Person, die auch irgendwie eigener Wege geht, oder? Teilweise. Sie geht durch das Tor und die anderen nicht. Sie hat quasi Susanna wie eine Marionette erstmal teilweise körperlich übernommen. Und als sie quasi in eine andere Welt wechselt, sind die beiden auch getrennt persönlich und können getrennt persönlich voneinander handeln. Sind beide schwanger? Nein. Das heißt, sie kriegt einen Babybauch, wenn sie Mia ist und der verschwindet wieder. Genau. Wenn Genauso wie die Beine verschwinden oder da sind. Aber dafür muss dann Susanna Frösche fressen, damit Mia was gegessen hat. Natürlich. Natürlich. Das ist der Punkt, der mich am wenigsten irritiert, wenn ich ehrlich bin.
Ich stopp mal die Aufnahme hier. User in your. Und da draußen räumt gerade jemand die Mülltonnen um, deswegen bin ich gerade. Um.